Das ist eine rote Weichwanze. Mit einem schönen kleinen Herzen hinten drauf. Sie hat gerne Pollen, aber sie fressen auch Insekten. Respektive sie saugen sie aus. Hier sieht man das. Diese hier hat eine kleine Wespe, denke ich, gefunden. Und jetzt wird sie ausgesaugt. Und das ist wahrscheinlich ein Männchen, weil sie sagen, die Männchen seien dunkler gefärbt. Sie haben unterschiedliche Farben. Das ist eine... Das ist das Kleine von ihnen, das ist eine kleine Nymphe von ihnen. Aha. Das Baby. Baby. Sie gelten in der Landwirtschaft als Nützlinge. Das ist eine ganz hübsche, die Pulcher. Sehr selten bei uns. Wir haben sie nur einmal gesehen. Auch mit einem schönen Herz. Und sehr schönen Farben. Ja. Wie heißt sie ganz genau? Actinon. Ja, sie ist weg. Ich kann es nicht sagen, ja, es ist zu schwierig. Das hingegen ist eine geringelte Mordwanze. Genau, ja. Ja. Das ist ein Räuber. Also sie hat, man sieht es gut, einen Dolch vorne und sie geht auf andere Wanzen los. Weltweit schätzt man, dass es 40.000 verschiedene Wanzenarten gibt. In Europa etwa 3.000 verschiedene Wanzenarten, in der Schweiz etwa 700, in Deutschland etwa 870 verschiedene Wanzenarten. Sie sind außerordentlich vielfältig und sehr gut an alle möglichen Lebensräume angepasst. Also es gibt Wanzen, die leben nur auf dem Meer, auf dem Salzwasser. Andere leben wie die Wasserläufer bei uns auf Tümpeln. Sie laufen über das Wasser. Und dann am Waldrand, Blüten. Die einzige bei uns, die nicht angenehm ist, das ist die Bettwanze. Sonst sind alle Wanzen bei uns eigentlich für den Menschen ungefährlich. Diese hier hat ihren Dolch, ihren Stachel durch den Flügelansatz in die Weichteile dieser Schwerfliege gestoßen. Jetzt kann sie den Flügel nicht mehr bewegen, also sie kann sich nicht mehr wehren. Und nun wird sie einfach ausgesaugt. Und es ist eine Ameisensichelwanze. Den Namen hat sie, weil sie... Weil sie aussieht wie Ameisennymphen. Ja, man sieht auch gut, wie sie gehalten wird, die Schwebfliege. Das ist ebenfalls eine Weichwanze. Eine Zweikeulen-Weichwanze. Sie ernährt sich von Pflanzen und sie saugt auch Blattläuse aus. Und die hier? Das ist eine Brachwanze. Wanzen gibt es übrigens seit rund 250 Millionen Jahren, also seit dem Perm. Sie legen ihre Eier in die Erde oder bohren sie in Pflanzenstängel. Es gibt auch Wanzen, die kleben die Eier dem Männchen auf den Rücken.
und sie legen etwa 20 bis 30 Eier. Und dann gibt es etwa 5 Häutungen, bis die Pflanze dann, bis die, die Wanze dann erwachsen ist. Sie ist schön, diese. Ja, ja. Das ist die Kita. Genau. Ohne Lehrer. Ohne Aufsicht. Von der Schildkrötenwanze. Ja. Eine kleine Gruppe, also eben, sie legen 30, circa 20, 30, 20 bis 30, 30 Eier. Ja. Und hier sieht man, ein Teil ist schon ausgewandert. Der Kleine hier ist sehr neugierig. Der ist etwa so 2-3 mm groß und untersucht hier einen Grashalm. Ein neugieriges Baby. Und hier ist die erwachsene Wanze. Sie haben schon etwas von einer Schildkröte. Ja. Doch, vor allem die Sprache. Das ist eine braune Randwanze oder eine Haselrandwanze. Ich denke, sie hat hier geschlafen und wir konnten dadurch ziemlich nah heranzoomen. Sie war ganz ruhig. Aber wunderschön, die Farben. Und die vielen Punkte. Ja. Brauntöne. Und wie die Flügel schön anliegen. He? Mhm. Das hier? Das ist der Teenager von der Hexenkrautwanze. Ja, ja. Die ist fast im Endstadium, nehme ich an, diese Nymphe. Ja, sie hat. Sie ist auch eitel. Sie hat sehr schöne Strümpfe angezogen, gepunktete. Passt sehr gut zu den roten Augen, also sehr elegant. Sie ist sehr schön. Und sie leben auf Hexenkraut und sie ernähren sich auch davon. Und ihre Bewegung ist sehr, sehr langsam. Also man hat den Eindruck, das sei alles in Zeitlupe gefilmt, aber das ist original. Also sehr gemütlich, sehr langsam. Das ist natürlich auch eine Tarnungsart. Also Insekten nehmen schnelle Bewegungen wahr. Und langsame eigentlich kaum. Deshalb beim Filmen von Insekten immer sehr langsame Bewegungen, dann kann man sehr nahe herangehen. So sieht sie aus, wenn sie erwachsen ist. Jetzt hat sie noch Knieschoner. Gepunktete Strümpfe und Knieschoner. Sie hat so lange Beine. Ja, ja, sehr sexy. Ja, das wär's. Bis später. Bis dann.